Herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung hier beim Landwirtschaftssimulator 2015. Diesmal mit dabei ist der Big Baler G1290. Wie ihr sehen könnt, ist es ein Ballensammler, der aus unseren Gras handliche Ballen macht. Ja, wozu sonst sollte ein Ballenwickler da sein? Ja, wir gucken uns den ganzen mal an. Take My Har hat den Mod bei Modhoster ins Rennen gebracht. Hier sehen wir ihn auch schon direkt vor uns stehen. Es ist eine Modifikation vom New Holland Big Bale 1290 mit der Spezifikation, dass dieser nur Gras sammeln kann. Hintergrund des Ganzen, wenn man sich auch fragt, so, braucht man diesen Mod jetzt wirklich, ist die Tatsache, dass der Take My Har, der den Mod entwickelt hat, in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Moddern, also zumindest gab es da ein bisschen Hilfestellung, ist sein erster Mod, von daher bin ich da auch nicht ganz so kritisch, wobei, doch, kritisch bin ich schon, aber muss ja die Arbeit der Modder auch zu schätzen wissen. Ja, Hintergrund ist, wie gesagt, dass der gute Take, ich nenne ihn jetzt einfach mal Take, sowohl einen Ballensammler für Gras haben wollte, als auch einen für Stroh bzw. Heu. Und ja, wir gucken uns den Ganzen jetzt einfach mal an. Von Textur her ist es sehr schön. Wurde ja auch, wie gesagt, der Originalmod übernommen und die Farben ein bisschen angepasst und halt eben ein Skript geschrieben, das dann halt eben nur das Gras aufsammelt. So, wir gucken uns den Ganzen jetzt auch nochmal in Aktion an. Wir fahren jetzt einfach mal zu so einem kleinen Grasschwad, den ich vorbereitet habe. Wie gesagt, Textur ist sehr schön. Blinker links funktioniert auch. Der Blinker rechts funktioniert, wie man hier sehen kann. Warnblinker funktioniert, Positionsleuchten funktionieren oben auch. Immer gern gesehen. Und auch sonst das Licht, wie wir hier sehen, funktioniert. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Aber wie gesagt, da musste ja auch nicht so viel gemacht werden. Soll keine Kritik sein, aber viel zu machen wir dann nicht. So, wir klappen den jetzt hier mal auf. So, hier nochmal aufklappen. Da kommen nachher die Qualerballen raus. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Gras gemäht. Gucken wir mal an, lass uns überraschen. Er sammelt schon mal Gras auf. Der einzige Nachteil ist, sind Quaderballen und keine Rundballen. Das heißt, wir können sie nachher nicht zu Silageballen wickeln. Oh, gucken wir mal. So, jetzt haben wir hier einen fertigen Grasballen. Sehr schön. Ja, haben wir gerade so geschafft. Habe ich gerade genug gemäht. Textur auch sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir den auch rausschmeißen können. Haha, können wir natürlich nicht. Super, tolle Idee von mir mal wieder an dieser Stelle. So, wir können ja einfach die Ballenpresse abschalten und jetzt den Ballen abladen. Ja, so, Kamera nicht ganz positioniert. So, sehr schön. Hier haben wir einen fertigen Grasballen. Ja, läuft. Sieht gut aus, passt. Könnten wir jetzt auch mit dem Autostack bestimmt aufsammeln. Wir kaufen uns den Autostack. Mal gucken, ob das jetzt auch so funktioniert. Hier haben wir die Ballentechnik und dann hätten wir doch ganz gerne mal den Autostacker für 45.000. So, sehr schön. Da fahren wir jetzt mal hin, gucken, ob wir den Ball nochmal aufsammeln können. Animation beim Ablassen klappt auch. Sieht auch wunderbar aus. Kann man gar nicht viel Böses drüber sagen. Wieso ist der erste Mod von dem Guten? Finde ich sehr, sehr schön, sehr gut gelungen. Man muss ja auch nicht immer gleich was komplett Neues entwickeln, sondern man kann ja auch einfach mal was Altes anpassen. Wie gesagt, wenn der Gute weitermacht, dann gibt es vielleicht auch nochmal demnächst einen Mod, der dann eben entsprechend nur Stroh aufsammelt, zum Beispiel. So, gucken wir mal, ob das mit den Ballen, ob damit das mit der Ballenherstellung alles geklappt hat. Ich gehe aber einfach mal ganz stark davon aus. So, läuft schon. Nicht, dass jetzt noch das Ding hier kaputt fahren. Sehr schön. Ja, funktioniert. Was will man mehr? Transportstellung. So. Was ihr natürlich noch wissen müsst, ist natürlich auch extrem wichtig. Was kostet denn das Gerät überhaupt im Shop? Da gehen wir jetzt mal rein. So, wir gucken uns als erstes erstmal die Originalpresse an, die Big Baler 1290. Kostet 128.000 Euro, braucht 122 PS. So, 128.000 und was habe ich gesagt? Wie viel PS? 122. So, jetzt gehen wir mal in die Mods rein. Ballentechnik. 75.000 kostet etwa die Hälfte und braucht auch nur 70 PS. Kann man sich jetzt drüber streiten,
Meiner Meinung nach wäre es eigentlich sinnvoller, wenn man die Originaldaten übernommen hätte. Natürlich ist eine Graspresse so gesehen günstiger. Das kann man auf jeden Fall lassen. Vom Preis her finde ich okay, wenn man sich jetzt beide kaufen würde, wären das 150.000. Also wenn die, wenn das für Stroh genauso teuer wäre, dann hätten wir wieder denselben Preis. Allerdings bei der PS-Zahl würde ich ein bisschen widersprechen, denn eigentlich macht die Presse ja nichts anderes als die Originalpresse auch. Von daher würde ich hier einen kleinen Punkt abziehen. Muss ja auch ein bisschen Kritik äußern können. Wie gesagt, von der PS-Zahl her sehe ich den jetzt eher im höheren Segment und im Original angepasst. Vielleicht kann man das nochmal ändern, wobei es ist die finale Version 2.0. Daher wird sich an der PS-Zahl sicherlich nicht mehr so viel ändern. Log sieht auch sauber aus. Soweit alles gut. Ist auch für den Multiplayer sicherlich gut einsetzbar. Gerade wenn wir auf einem Hof zum Beispiel nur Silage machen wollen und da ein bisschen Geld sparen wollen, dann ist der Mod sicherlich nicht verkehrt. Ja, ansonsten gucken wir das Ding nochmal so nochmal an. Verabschieden uns an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst gerne einen Kommentar in den Kommentar stehen, wenn ihr Fragen habt, auch wenn ich mal einen Mod vorstellen soll. Vielleicht seid ihr selber Modder und guckt dieses Video gerade und merkt so, ach Mensch, Florian kann auch mal einen Mod von mir vorstellen. Schreibt es gerne in die Kommentare rein und lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, sagt Florian von Let's Multiplay.